Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde, zu einer neuen Folge von Reptil-TV. Ihr seht es an den hübschen Tierchen hier, nämlich ehrlich gesagt gar nicht so richtig drauf. Ich glaube, der zerlegt mich gleich, so wie der mich anguckt. Ihr seht es an den Tierchen, wo ich bin. Ich bin in Südamerika, in Argentinien. Nach 13 Jahren endlich mal wieder hier in Argentinien. Ich wollte mir die Teju-Farm wieder angucken, den Adrian und den Pablo kennenlernen, die Farm jetzt übernommen haben. Und hier das hübsche Alpaka hier als Intro-Tierchen, die haben es mir schon mal angetan, die Tierchen. Deswegen habe ich hier unseren Gaucho gebeten, ob er mir einen einfangen kann. Und jetzt möchte ich euch hier rumführen auf der Teju-Farm in Argentinien. Mal kurzer Rundumblick von der Farm. Hier gibt es außer den Tejus alle möglichen anderen Tiere. Da drüben so Alpakas sind es, glaube ich, ne? Schafe, Ziegen, Enten, Pfauen rennen irgendwo rum. Also das ist hier der absolute Zoo. Und mittendrin die Tejus. Die Tejus sind hier in diesen Käfigen. Wie gesagt, ich war ja schon mal vor 12 Jahren hier. Vom Stile hat sich eigentlich nichts geändert. Es sind diese gemauerten Käfige. Ich glaube, früher war es zum Teil mit Wellblech und jetzt haben sie es gemauert. Die Tejus sind ja wirklich schlechte Kletterer, ne? Dadurch kann man die mit gar nicht mal so hohen Wänden halten, ne? Und dann in der Mitte die Verstecke abgedeckt. Und wenn man hier mal schaut, also hier liegt Futter drin, da haben sie, die kriegen viel so oder füttern viel mit Hühnchen, mit Chicken, ne? Das ist, also die großen Tejus fressen natürlich gewaltig was weg und die Hühnchen sind eine recht günstige Art zu füttern. Ich zeige euch jetzt mal die Leute. Der Pablo. Pablo, say hello. This is Pablo. Hello. Er ist der Exporteur im Prinzip, der hier arbeitet. Er hier ist der Adriano. Hola, Adriano. Hola, como te va? Er leitet die Farm hier. Letztendlich ist es eine Partnerschaft. Die Frau vom Adriano. Es esposa de Adriano. Sí. Sí. Sí, mi mai guay. Ah, ti? Ah, sí, ok. Ah. Asado. No, yo estoy como Fraquia. El gay. Asado, no, mi mal asado. Ok. Also war gerade die Frau vom Pablo hier. Der Adriano, ich weiß nicht, ob man die Späße gehört hat. Ja, er hätte keine Frau, er hat einen Mann, hat es geheißen, aber er wehrt sich natürlich, der argentinische Macho, ne? Sowas gibt es hier nicht. Und der andere, der hier rumläuft, Roberto, say hello. Ah, schon weg. Also, den sehen wir nachher noch, das ist der Roberto, der die Farm früher hatte oder das mit den Tejus eigentlich begonnen hat und das jetzt aber vor fast 10 Jahren oder 7, 8 Jahren, glaube ich, abgegeben hat, das Teju-Business an den Pablo, an den Adriano. So, und da wir natürlich hier in Argentinien sind, also die ganzen Veganer unter euch, jetzt mal kurz wegen wegschauen. Wir sind hier angekommen und das Erste, was wir hier machen, es gibt ein leckeres gegrilltes Fleisch. Also hier runde, ich weiß nicht, 10 Kilo Fleisch, die jetzt hier erstmal zur Begrüßung verzehrt werden. Und dann geht's weiter und ich mit vollem Bauch werde ich euch auf der Farm dann rumführen. Also, der Roberto hatte früher die Farm.
I told the people you start breeding the tegus here. You are the godfather of the tegus in Argentina, right? Maybe. I think I was the first tegus breeder. I don't know. Okay. Also, war bestimmt der Erste. Gerade ein bisschen im, völlig im Rauch und Nebel gestanden. Müssen wir hier mal raus. Tut mir leid, dass ihr das nicht riechen könnt, aber es riecht köstlich hier. Ihr kennt alle das italienische Viva la Vida oder sowas, oder die Italiener sind ja bekannt für das Leben genießen, ne? Wie heißt es im Italienischen? La Dolce Vita. Das Ganze müsst ihr euch jetzt mal 10 vorstellen, dann seid ihr in Argentinien. Ne, die Argentinier, also wir kommen hier an, es wird hier erstmal ganz in Ruhe gegessen. Auf dem Weg hierhin haben wir schon an der Tankstelle angehalten, da gab es erstmal Espresso und so weiter. Jetzt kamen wir hier an, jetzt ihr seht, wie der Tisch hier aussieht. Das erste Fläschchen Wein ist auch schon getrunken. Und witzigerweise, das Weinanbaugebiet gehört im Pablo seiner Familie. Ne, die bauen hier einen richtig leckeren Wein an. Also, und ich habe noch keinen einzigen Theo gefilmt. Also die Filmaufnahmen können sich noch etwas hinziehen, beziehungsweise ich hoffe, ich kann euch noch gute Filmaufnahmen liefern, weil mit vollem Bauch und 2 Gläser Wein wird es nicht unbedingt besser. So, nachdem wir gut gespeist haben und noch eine Stunde schwätzenderweise am Tisch saßen, müssen wir jetzt endlich hier mal gucken. Ah, okay, sieh, da sind die Tierchen. Ah ja, okay, hier haben wir schöne Schwarze. Okay, also 3 Männer und 10 Weibchen. Ne? Also ist natürlich echt auch interessant. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass bei den Teus, dass man viele, die Männer wirklich zusammenhalten kann. Ne? Ich meine, das merken wir ja auch, wenn wir bei uns welche haben. Pero siempre hay un dominante, que se aparea la hembra. Y los otros, si se escapa una hembra, la pueden llegar a parear. Siempre hay un macho dominante. Okay, also es hat einen dominierenden Mann immer drin, der Chef ist. Also sie tun schon als mal kämpfen. Ah. Los machos van a ser más grandes, ¿sí? Sí. Also die Männer deutlich größer, ne? Also jetzt ist die Paarungszeit. Also wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? November. November ist noch Paarungszeit. Y los primeros huevos están en diciembre. Diciembre. Okay, also Dezember fangen die. Y después, y los huevos necesitan 70... 70 días, depende de la temperatura. Okay, okay. Also 60, 70 Tage, je nach Temperatur, schlüpfen dann die Babys. Entonces hay los primeros bebés al fin de enero. Fin de enero empiezan las primeras posturas. Okay. Okay. Hasta marzo. Y las rojas son más tarde. Más. 15, 20 días más tarde, depende de la temperatura, tiene que haber más temperatura. ¿Y la hibernación es más largo con los rojos o no? Más corta, menos frío, no se invernan acá, se invernan en cautiverio. Porque el frío de acá los mata, el frío y la humedad de Buenos Aires los mata. Okay. Hay que invernarlo seco y no tan frío. Ah, entonces no aquí en la casa o dónde? Ah, ok. En un criadero cerrado. Todo el invierno en la casa. Cerrado. ¿Y menos de 15 grados no baja. Y seco. No tiene que haber humedad.
Okay, also 15 Grad und trocken brauchen die Roten. Y los negros, ¿qué temperatura hay aquí en invierno? 2 grados, 3 grados. ¿Cómo? 2 grados, 3 grados, ¿sí? 2, 3 grados. Y cada día más o menos, por la día, por la noche, o en la día hay... De noche y de día 6 grados, 8 grados. Y en invierno de noche hace 2 grados, 1 grado hasta 0 grados. Ok. Also nachts geht's fast bis auf die Null und am Tag. Y, pero hay sol durante el día, ¿sí? Durante el día hay sol, pero no salen. No salen, no. Salen, ¿no? Acá o abajo en la cueva. Ok, also sie kommen. Y, es ¿por cuánto tiempo es? 3 meses más o menos. 3 meses. Also, 3 a 4 meses. Ajá, also 3 bis 4 Monate. ¿Y crees que aquí en dentro la temperatura es un poquito más? Es un poquito menos frío. Abajo de la tierra es menos frío. Menos frío. Claro. Ajá. Also nicht so kalt. In den, y es, estos cajas son más o menos lo mismo todo el año. Es, sí. En invierno también así con... Con el, ¿cómo se llama? Con el... Con la paja. La paja. Paja. Ok. Para que mantenga la temperatura. Ok. Ok, also im Winter auch dieses Stroh drin. Der will hier beißen, der Kollege. Ah, está bien, puedo ver. Abajo está lleno. Ah. Y para comer es más o menos siempre los chicken, el pollo, siempre el pollo. Sí. Ah. Dale. Ahora están flacos porque salieron hace 20 días de la invernación. ¿Cómo? Hace 20 días salieron de la invernación. 20 días. Por eso están medio flacos. Ok. Also vor 20... Dices hace 20 días... Termina la invernación. Ah, ok. Also vor 20 Tagen hat die Winterruhe aufgehört, deswegen sind sie noch dünn. Y... durante la hibernación no comen nada, ¿no? Nada, ¿no? Y después comen mucho, más o menos, sí. Son 5 meses que comen mucho. 4 o 5 meses que comen mucho. Ok. Also, 4 o 5 Monate lang. ¿Más o menos cada día o...? No, 3 veces por semana. Ok, 3 veces por semana. Normalmente con pollo o otras cosas también. ¿Ensalada o algo así? No. Yo le doy pollo, pero sí comen fruta, banana, durazno, pera, eso también comen. Ok. Also auch Früchte, Bananen, alles Mögliche essen sie. Ah. ¿Y los huevos? Las hembras que... llegan a tener cría, la cueva la tapan después. Ah. Te das cuenta cuando la cueva está tapada es porque ya tiene huevo adentro. Ok. Also die Weibchen, die bauen so Nester und wenn sie die Eier abgelegt haben, machen sie die Nester zu und da dran sieht er, dass das Eier drin sind. Ne? Wenn der Bau zugemacht ist, sind Eier drin. Y los huevos Incubación no es artificial. Artificial lo hago. Ok. De vez en cuando no encuentro una hembra que no la puedo agarrar preña y no me la puedo hacer desovar en el criadero, me crían acá adentro. Ok, also der Mal nimmt die Eier raus. Hay mucha posibilidad de que otros lagartos le coman los huevos, ese es el problema. Ah, ok, also er kann sie hier nicht zeitigen lassen, weil die anderen. Die anderen Teus dann die Eier fressen, ne, wenn er sie drin lässt. Los huevos y los babies también, ne? Sie salen los babies, van a... No? No kommen los babies, no? Ah, also die Babys werden nicht gefressen, aber die Eier.
Y la incubación artificial es en la casa 30 grados. 30 grados. Okay, 28, 30 grados. Aha, 28 bis 30 Grad im Haus. ¿Cómo? Puerta preñada. Ah, okay, also die ist richtig, die dicke. El rufense mucho siempre más tranquilo. Okay, also der Schwarze ist aggressiver beim Fressen, bei allem. Und die Roten, die sind einfach die ruhigeren, ne? Die relaxteren. Das habe ich schon damals vor 12 Jahren gehört, oder das haben sie schon immer gesagt, dass diese hier versorgen, ne? Die Pfleger sozusagen, oder die Tierwärter, die haben die Roten im Prinzip lieber, weil sie einfacher sind zum Händeln, ne? Einfacher, zahmer. ¿Dónde compraste los lazos ahí en Daytona? Los lazos en Daytona. Okay, also hier sind die roten. Son los machos. Uy, hay más en la caja. Ese es hembra. Es de macho. Es que están medio flacos algunos, tipo recién salieron del invernal. ¿Sí? ¿Sabes la diferencia así? Sí. ¿Macho y hembra? ¿Por qué? Sí, por el color. Igual. ¿De color? Sí. Igual, ¿te das cuenta? Sí, porque tiene la... Ah, esto sí. Conozco a esto. Ajá. La hembra es más marrón, no es colorada. La hembra nunca es colorada. Es así. ¿La hembra? No es colorada nunca. ¿No? La hembra. Los machos tienen color más... Más, claro, más rojo, más colorado. Sí. Ok, ah, die Männer sind, das wusste ich bis jetzt auch nicht, dass die Männer schöner rot sind. ¿Y por qué hay tan mucho aquí? Tienes que separar más, ¿eh? Sí, tengo que separar. Ah. Pasa que... Also hier muss er noch. Esta es una hembra. Linda. Okay. Hübsches Weibchen, also aber mit viel mehr Schwarz drin. Ah, vamos a tomar el pie. Ah. Esto es perfecto para... wir haben über die Parasiten gesprochen. I'll take the pee. I keep it. Also, wir... ¿Dónde lo tomamos? Ahí está meando también. Necesitamos un vaso o algo para tomar el pipi. A ver. Una botella. Estuvo a punto de perder la cola, mira. Hier ein Weibchen wieder, eben viel dunkler, viel schwärzer. Also rote und schwarze Teus werden jedes Jahr noch 1,2 Millionen getötet und als Leder verkauft hier in Ad. Tal vez tiene huevos. Puede ser. No, puede ser. Es muy chiquita. No te pone huevo, ¿eh? Puede ser, está muy dura, mira la panza que tiene, ¿eh? Oh. Está ovulando, puede ser, ¿eh? Also fängt jetzt an, dass sie Eier drin haben. Que recién esto dentro de 20 días. Están bastante. Ja, interessant, wusste ich nicht mit der Farbe, dass die Weibchen jetzt nicht so schön rot sind. Das ist echt interessant. Oder die Weibchen haben noch mehr Schwarz. Ich meine, es könnte ja vielleicht sein, dass die das haben, damit sie mehr Temperatur aufnehmen können, ne, für die Eier. Das würde Sinn machen. Okay, also die Rufeszenz kommen, die Roten kommen aus trockenen Gebieten und die Schwarzen kommen aus feuchteren Gebieten. Ja, auch interessante Sache. Der Roberto schreit gerade. ¿Qué es? ¿Nitrofis? Nitrofis dorvigni. La zapera, le dicen.
Ah, ist das so ein Hognose? Hognose. Eine Hakennasennatter kriecht hier. Hey. You almost step on it, huh, Roberto? No, almost step on it. He almost, Bien rojo el color. Y la nariz. Also der Roberto, er tritt fast drauf auf die Schlange hier. Vino por él, porque mira que estamos todo el día y no veo una. Yo hay suerte. You are a lucky man, you are a lucky man. Snake Hunter, Roberto. Also hier haben sie 120 so Behälter, wo sie dann die trächtigen Weibchen reinmachen, die dann ablegen können in den Behältern. Also ich glaube, sie werden es wohl nicht mit allen machen, aber viele machen sie da rein, weil sie dann einfach die Eier besser finden können, ne? die Zucht noch etwas kontrollierter machen können. Noch mal kurz hier die schöne Umgebung filmen. Schon eine tolle Landschaft hier. Jetzt machen wir ein bisschen statt Reptil-TV, Kuh-TV. Also diese Sorte von Kühen hat der Kolumbus als erstes oder ja, nach Amerika gebracht. Ne? Darauf beruhen wohl die guten argentinischen Kühe und Angus-Rinder und was weiß ich was alles. Ja, da hat er noch ein Baby vom letzten Jahr, das da drin geschlüpft ist, das sie nicht entdeckt haben. Wir wollen jetzt ein bisschen Urin nehmen. Ich habe extra ein Mikroskop mitgebracht von Deutschland, weil wir unter dem Mikroskop nach Flagellaten schauen wollen. Ja, ob sie, weil er hat gesagt, er hat letztes Jahr Probleme gehabt mit einigen Tieren. Und meine Idee war, dass die, oder auch wenn wir Tiere kriegen, Jungtiere haben oft Flagellaten. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch Flagellaten haben hier. So now, how to get the pee-pee out of the tegu, huh? I can help you. Si ahora has ordenado pee. ¿Salió? No pee. Ja, das ist richtig hübsches Tier, ne? Ganz orangener Bauch und schwarzer Kopf. Ja, super schöne Zeichnung, gell? Ah, sí, muy bonito. Ja, die sind schon hübsch mit den schwarzen Köpfen. Nicht schlecht. Also es gibt wohl ein Verbreitungsgebiet, wo viele mit diesen schwarzen Köpfen vorkommen. Ja, schon interessant. Der hat schon echt einen pechschwarzen Kopf bis zur Nase runter. Hier soll wohl so mit der größte, oder zumindest letztes Jahr war hier wohl mit der größte drin. Und das ist ja schon mal nicht. Ah, wow. Okay, das müsste wohl echt einer, der dann weg ist. Ja. Einmal so ein dicker und alle ab ins Loch. Der Adriano und der Pablo haben noch ein paar andere Tiere hier in ihrem Grundstück. Mal kurz hier eine Runde drehen. Irgendwelche langschwänzigen Affen. Ja, die Straußen, die sieht man überall hier rumlaufen. Na, das sind also sind's Lemuren. Ich glaube, müssten Lemuren sein. Da ist ja sogar relativ neugierig. Kommt daher. Wäre jetzt mein ideales Intro- oder Outro-Tierchen. Aber das will ich dem armen kleinen Kerl nicht antun. Kommen schon die Kollegen. Und da hockt der Strauß und bewacht die Theos sozusagen. Das ist schon typischer für diese Region oder für diesen südamerikanischen Kontinent, die Alpakas.
Argentinien im Westen grenzen sie auch an die Anden. Und da sind ja heimisch die Kollegen hier. Und hier haben wir, was sind es, glaube ich, keine Straußen in dem Fall, oder? Müssten dann, was gibt es in Argentinien? Nandus. Aber ich glaube, das sind, ich würde sagen, das sind Straußen, oder? Wer kennt sich aus? Strauß oder Nandu? Also der Carlos sagt, das sind Straußen. Ja, habe ich mich natürlich mit meinen Nandus, also die Nandus wären kleiner, 2,10 und die Strauße haben 3,10. Hätte ich ja gleich drauf kommen können. Also ich glaube, nächstes Mal muss ich meine Kinder auch mit hierher bringen. Hier hat es wirklich alles an hübschen Tieren. Also nochmal der Unterschied. Der Strauß hat 2 Zehen, wie wir hier sehen. Und der Nandu hat 3 Zehen. Ne? Und der Nandu ist auch deutlich kleiner. Ne? Die Straußen, die tun ja sich auch mit ihren Füßen wehren. Das kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Kralle abkriegt, dann tut es ordentlich weh wahrscheinlich. Also hier sind Angora-Ziegen. Okay. Also jeder, der einen Angora-Pulli sein eigen nennt, aus diesen Ziegen werden die Pullis gemacht. Also das Fell wechselt von alleine und drunter, wenn man sieht, unten drunter das weiche, flauschige Fell, das ist dann wahrscheinlich das, wo der Pulli draus wird, wenn man es schert. Ich bin jetzt hier nochmal mit dem Lito, einen Tag später. Wir hatten gestern ja Urinproben von den Teos genommen, aber ich hatte die dann mit zurück ins Hotel genommen und bei der Hitze, bis ich zurück war, war der Urin ausgetrocknet oder ziemlich eingetrocknet, da konnte man nicht viel damit anfangen. Wir möchten einfach mal schauen, möchten mal den Urin unter das Mikroskop legen, ob die irgendwelche Einzeller oder sowas haben. Deswegen heute zweiter Versuch. Hoy la segunda vez tomar el pipí de Tegus. Genau, das haben wir heute vor und da dürft ihr uns begleiten. Jetzt heute ist nicht ganz so windig wie beim letzten Mal oder vorgestern, wo wir hier waren. Deswegen sind die Tiere heute mehr draußen. Wobei der Lito die meisten hier schon verscheucht hat. Er ist ein hübscher Kerl. Also, heute haben wir tollen, frischen Urin erwischt und jetzt legen wir das Ganze mal durchs Mikroskop. Jetzt haben wir hier ein bisschen die Tücken des Alltags. Ich Schnarchkopf, habe natürlich vergessen, einen Adapter mitzubringen. Ich habe wohl einen im Hotel und heute Nacht auch noch dran gedacht, ja, nicht den Adapter zu vergessen. Das hier sind die argentinischen Steckdosen, also dünne Ritzchen. Ja, hier sehen wir sie auch. So sehen die aus. Und so sieht unser guter deutscher Stecker aus. Und blöderweise, wie gesagt, habe ich Schnarchzapfen, habe den Adapter vergessen. Ja. So, bis der Lito zurückkommt. Ach, guck mal hier, witzig. Hier ist ja ein Inkubator mit Eiern drin, irgendwelche Vogeleier. Da ist gerade so ein Küken geschlüpft. Denke ich, was macht hier gerade so Geräusche? Kommt da so ein kleines Küken aus dem Ei? Witzig. Machen wir ein bisschen Farm-TV. Solange der Lito eine Problemlösung für unseren Stecker sucht, werde ich hier schon mal alles vorbereiten. Habe hier meine Proben. Habe hier irgendwo meine Gläser, meine Deckgläser in der Tasche. Der Gag war ja auch, ihr müsst mal mit so einem Mikroskop einmal um die Welt reisen. Ihr könnt euch sicher sein, an jedem Zoll, an jedem Scanner werdet ihr angehalten.
natürlich gefragt, was da drin ist. Dann hatte ich das ja noch mords eingewickelt in Folie, ne, damit es nicht kaputt geht im Handgepäck. Wollte es natürlich nicht auspacken. Ich hatte zum Glück wirklich jedes Mal Glück und die haben einfach die haben mich auf Sprengstoff jedes Mal untersucht, ne? So diese Sprengstoffproben, wo die dann machen. Zum Glück keinen Sprengstoff gefunden und nach, also insgesamt zweimal das Ganze über mich ergehen lassen und dann war ich heile hier in Argentinien damit. Könnt ihr euch diesen schicken Adapter an hier? Ne? Made in Argentina. Wenn das eine perfekte Technik ist, dann weiß ich auch nicht. Also es kann losgehen. Ich werde ja mal eine Folge über Code-Untersuchungen gemacht, daher kennt ihr das Ganze ja theoretisch schon mit diesen Objektträgern. Ja, hier unsere Objektträger, dann die Schutzgläser. Wie gesagt, jetzt wäre es noch geschickt, wenn ich einen Stuhl hätte, weil einfach mit Stuhl das Ganze besser geht. Die gute Nachricht, jetzt eine Dreiviertelstunde später, die ganze Zeit hier am Mikroskopieren und also scheint, oder nicht scheint, sondern wir finden nichts da drin, also die Tiere sind absolut sauber, keine Flagellaten, Amöben, kein gar nichts. Wir haben ja extra dünne Tiere rausgesucht, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht ist da irgendwas, aber scheinbar müssen die sich jetzt echt wirklich erst den Sommerspeck wieder anfressen. Ja, die gute Nachricht, das war eigentlich mit der Hauptgrund, wieso ich hierher gekommen bin, weil ich wirklich sehen wollte, ob die Tiere hier einwandfrei sind. Letztes Jahr gab es Probleme in der Zucht, haben sie fast keine Babys gehabt und ich dachte eigentlich, dass es in Reptilienzuchten sind ja die Flagellaten wirklich ein Problem, dass das hier auch das Problem wäre, aber die sind absolut sauber. Ne? Ich habe Sperma, habe ich zum Teil drin gesehen, von einem Männchen, wo wir Urin genommen hatten. Das zeigt ja auch, dass man sieht was, ne? Also da ist es nicht so, dass da alles schwarz ist, sondern man sieht was, aber man sieht alles normale Dinge, so wie Sperma und das ist die gute Nachricht des Tages. Da will ich euch auch noch ein wenig an unserem Roadtrip teilhaben lassen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen nach Theus in der Natur suchen. Hier an den Straßen sind die eigentlich relativ leicht zu finden. Unser Problem ist ein bisschen, man sieht es vielleicht am Himmel, es ist später Nachmittag, jetzt 17.30 Uhr, wir waren so lange am Mikroskopieren, am Gucken und am Machen und am Mittagessen ehrlich gesagt, dass die Zeit uns davon gerannt ist und der Lito hier sagt mir, die Theos sind wirklich absolut die Sonnenanbeter, also mittags 12 Uhr bei der heißesten Sonne, da liegen die hier auf der Straße rum, ne? Und abends, Uhrzeit wie jetzt, 17 Uhr, da sind die schon weg. Ne? Obwohl es noch draußen schön warm ist, also wir haben mindestens so, ich denke, 25, 26 Grad mindestens. Aber da sind die meisten schon verschwunden. Ne? Also von dem her, die Chancen sind nicht besonders gut, dass wir jetzt was finden. Aber zumindest habt ihr wegen Eindruck von der Natur hier und vom typischen Lebensraum vom schwarzen Theo. Ne? Also hier in dieser Gegend. Buenos Aires, Córdoba, die Höhe gibt es nur den schwarzen und der rote ist weiter nördlich, also im noch wärmeren Gebiet, ne? Also südliche Halbkugel. Da vorne waren Meerschweinchen übrigens, falls ihr das gesehen habt. Also je weiter man in Norden geht, umso wärmer wird es ja, umso tropischer, da kommt dann der rote her. Ne? So ganz ein Stück weit überschneiden sie sich und dann weiter oben kommt nur noch der rote Theo. Und hier an der Straße hat gerade ein Theo gekreuzt. Leider, bis ich jetzt hier meine Kamera ausgepackt habe, hat er natürlich die Mücke gemacht. Jetzt hoffen wir mal, ob wir ihn vielleicht trotzdem noch finden können. Was natürlich interessant ist, ist einfach auch zu sehen, das Klima oder der Lebensraum hier. Ne? Also wenn die hier, wir sind hier in der Nähe von der Farm, 5 Kilometer von der Farm entfernt, ist denke ich, interessant zu sehen, was die hier für einen Lebensraum haben. Also gerade dieser typische sandige Boden ist wirklich eben typisch für die Theos. Ist natürlich hier wieder ideal. Barfuß, kurze Hosen, barfuß.
Und alle, die die Reptil-TV kennen, kennen meinen Trick aus Afrika. Ich sage immer, nie vorauslaufen im fremden Gelände wegen irgendwelchen Schlangen. Dummerweise sind wir jetzt hier nur zu zweit. Muss doch ich halt vorauslaufen. Upsala. Okay. Das Problem ist einfach, hier in dem dichten Gestrüpp, der sitzt wahrscheinlich einen halben Meter von mir weg und lacht sich kaputt, was ich hier mache. Hier unten, wenn er mal schaut, sieht man auch so Gänge, wo die hier durchlaufen. Ne? Also ähnlich wie bei den Schildkröten haben die da ihre Bahnen, wo sie langlaufen und vielleicht Futter suchen. Dummerweise finde ich keinen. Hier neben Buenos Aires, oder neben oder hinter, oder wie immer man das nennen soll, ist ja so eine riesige Lagune bzw. ein Fluss. Also auf der anderen Seite geht es nach Uruguay. Ich glaube, der breiteste Fluss der Welt sogar. Also wenn man hinguckt, dann sieht es einfach wie ein Meer aus. Ne? Aber das wird hier als Fluss bezeichnet, oder ist wie so eine Lagune halt, ne? wo da reinfließt. Und hier hat es ein tolles Naturschutzgebiet. Ne? Wenn man hier schaut, das ist die, also gerade an der Lagune, direkt an der Stadt dran. Also ich bin hier jetzt am Rand. Dummerweise, heute hat es geregnet und gewindet. Und da haben die das Ding hier abgesperrt und zugemacht. Jetzt kann ich hier gar nicht reingehen. Und selbst aber hier an diesem Zaun beim Entlanglaufen habe ich schon zwei Teus entdeckt. Das war eigentlich so einer der Gründe, wieso ich da rein wollte, um nach Teus zu gucken. Aber dann schleiche ich jetzt halt mal außenrum oder mal gucken, ob ich nicht doch irgendwo ein Loch im Zaun finde, weiter vorne, dass wir da schauen können, was es hat. Hier sieht man es jetzt ein bisschen schöner, die Lagune. Hier ist jetzt auch kein Zaun drumherum, aber leider ein tiefes Wasser, durch das man schwimmen muss. Also bringt mich das auch nicht weiter. Da vorne hockt, habe ich auf dem Hinweg schon gesehen, da hockt so eine hübsche Schmuckschildkröte. Mein Wasserschildkrötenwissen ist natürlich zu bescheiden, um zu sagen, was es ist. Hier unten hockt sie, die Hübsche. Ich habe schon dem Way aus Japan angerufen, ihm ein Foto geschickt. Der war gleich aus dem Häuschen. Und hat gemeint, ob ich die nicht irgendwie einpacken kann. Er will die unbedingt haben. Aber natürlich keine Chance in jederlei Hinsicht, ne, dass ich die, oder dass man die hier fangen tut, exportieren tut. Das ist wohl irgendeine Schmuckschildkrötenart. Ne? Also ich würde jetzt mal ganz banal Gelbwangen sagen, aber da liege ich bestimmt falsch. Wir sind am Ende mit unserem Film. War super spannend für mich, das mal alles hier zu sehen. Pablo y Adriano, gracias para mostrarme la cancha y explicar toda 12 años. Also in 12 Jahren bin ich wieder zurück. Bis zum nächsten Mal, bleibt mir treu. Checkt meine Balls, checkt die Tegus und wenn ihr Zeit habt, mal die Alpakas in Südamerika. Ciao. Gracias. Ich glaube, fast 15 Jahren ist es her oder 12. Ich mache alles nochmal. Ganz traue ich denen nicht. Die werden schon gleich entweder in meine Finger oder in meine Kamera hacken. Also ich wollte wissen, ob er sonst einen Alpaka hat. Okay, zahm. Zahm ist wieder ein wenig anders. Okay. No, brava. Ups.
Der Stuhl war zu niedrig. Jetzt passt alles. Ah ja, perfekt. So.